jetzt erstmal, dass ich nur das Wichtigste mitnehme oder das, was ich mitnehmen will, auf jeden Fall. Der soll weg. Okay, der ist zu viel. Eine Leiter. Dankeschön. Nicht jetzt, hi. Wir haben zu tun. Zu tun. Wir haben nämlich keine Ahnung, wie wir jetzt nach Hause finden sollen. Haben zwar total viele Sachen dabei, aber wir haben wirklich jetzt keine Ahnung, wie wir nach Hause finden sollen. Wir sind prinzipiell gesagt am Arsch. Müssen uns weiter nach. Wir geben uns einfach mal da hinten zu der Insel. Achso, auf der anderen Seite. Jetzt fix darüber, bevor uns ein Hai entgegenkommt. Was wahrscheinlich auch noch schnell genug passieren kann. Dass jetzt aber hier einfach mal so ein. Noch so eine. Was auch immer es ist. Rumschwimmt, das ist schon irgendwie. Ja, cool. Unser Logbuch bringt, wie ihr vielleicht bemerkt habt, rein gar nichts mehr. Also, das ist jetzt auch eher Geschichte, weil ist ja jetzt halt, ne? Zum Navigieren zwischen wirklich einzelnen Inseln einwandfrei. Alles andere großer Dreck. Also einfach mal ins Nichts paddeln ist so gesehen bescheuert. Ergibt auch irgendwie Sinn, weil ins Nichts paddeln, man hat wirklich gar keinen Anhaltspunkt. Was dann einem eigentlich schon sagen kann, du bist bekloppt und das war's. Da haben wir auf jeden Fall noch eine große Insel. Vielleicht haben wir hier drauf ja schon mal was gefunden. Ich wage es ja zu bezweifeln, aber man weiß ja eben nie. Irgendwo müssen wir doch bestimmt was finden. Die Frage ist nur, bei welcher Insel wären wir dann? Und dann fangen die großen Fragen erst noch weiter an. Aber wie gesagt, wir werden, denke ich mal, schon irgendwas finden. Hier werden wir auch noch nicht gewesen sein, so wie es aussieht. Nein. Wenn wir hier noch nicht nachgeguckt haben, was wahrscheinlich der Fall sein wird. Genau, war noch nicht. Gut. Ja, ab diesem Punkt ist es sogar egal, wo wir uns gerade befinden. Oder was wir hier gerade machen. Oder was wir mitnehmen. Einfach nur ist hier. Ja, ab jetzt ist wirklich wieder nur Überleben angesagt. Wir sind wieder gestrandet und könnten eigentlich sogar hier. Wir könnten eigentlich schon wieder was Neues bauen. Weil wir nicht nach Hause finden werden. Ich bin realistisch. Nicht pessimistisch, realistisch. Was manchmal gefühlt in die gleiche Richtung übergeht. Aber man weiß ja nie. Wir schwimmen jetzt einfach mal in die Richtung da hinten. Ich habe die Hoffnung, dass hier irgendwann irgendwo was sein wird. Wir sind auch viel nach Süden gepaddelt. Das heißt, wir müssen auf jeden Fall weit in den Norden. Ja, Norden. Wir müssen einfach nur in den Norden paddeln. So viel ist klar. Also wir schwimmen jetzt die Insel an, machen uns was zu essen und machen uns ein bisschen Proviant bereit. Und begeben uns dann mal nach Norden, weil irgendwo im Norden müssen wir das Richtige finden können vielleicht. Wäre jedenfalls irgendwie logisch, weil wir wirklich sehr weit, wir sind nach Süden, dann Südost, Südwest, Südost, Südwest, Süd, Südwest, Südwest. Also es war immer sehr viel Süd. Da müssen wir jetzt ganz viel Nord. Um irgendwie wieder nach Hause zu finden. Aber erstmal wollte ich jetzt hier hinten hin.
Das ist eine große Insel. Eine ziemlich, ziemlich große Insel. Wow. This one's huge. Dude, what's going on here? Das ist ein Hai. Haben wir hier nicht irgendwas zusammengesucht? Nein? Damn it. Doch. Wir müssen... Oh, wir müssen hier schon gewesen sein. Wir müssen hier schon gewesen sein. Sonst würde diese Palme nicht hier liegen. Damn it. Was hat das Ganze mit sich auf sich? Ja. Von wo sind wir gekommen? Wo wollten wir hin? Fick dich, Hai. Habe ich Steine und sowas nicht zusammengesucht? In irgendeine Richtung hatte ich das doch zusammengesucht gehabt. Ich hatte die Sachen doch immer an der Ecke zusammengesucht, wo, von der wir kamen. Wo sind diese Sachen? Hier sind so ein paar vereinzelt, aber... Hier haben wir es schon nicht mehr richtig gemacht. Damn it. Es ist Norden angesagt. Das da ist Norden. Wir probieren es einfach mal. Das wäre jetzt die Anlaufstelle Nummer 9, die wir da jetzt gerade mal ansuchen. Ausprobieren, Leute. Anders geht's ja gar nicht. Ey. Nimmst du mich auch mit, Boot? Ja? Cool. Probieren wir es aus. Also wir haben schon mal eine Insel gefunden, wo wir auch immerhin waren. Das ist schon mal ein sehr gutes Zeichen. Damit haben wir wenigstens einen gewissen Anhaltspunkt. Auch wenn es kein guter ist, es ist immerhin einer. So, ich weiß aber auch noch gar nicht, was ich hier als anderes Projekt reinnehmen werde. Anstelle von Stranded Deep. Aber ich gehe mal stark davon aus, ich werde schon was finden. Wie gesagt, nach der 100. Folge ein Päuschen. Mit Updates zwischendurch und so weiter und so fort. Dem passt dies schon. So, jetzt wird's spannend, Leute. Sind wir hier relativ richtig? Boah, das Geräusch geht mir sowas von auf den Sack. Was? Ich hab nichts gesagt. Nö. 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 Von mir kam nichts. So, was findet sich hier? Schöne Sachen. Hier wurde alles gesammelt. Wir kommen von da hinten. Oder von da? Nee. Okay. Wir haben eine Insel gefunden, wo wir auch schon mal waren. Wir könnten jetzt auf der richtigen Spur sein. So. Warte mal, West, Nordwest ist das. Warte mal. Oh Gott, shit. Das muss hier irgendwas mit Osten gewesen sein. Südost? Gott. Ich habe keine Ahnung. Probieren wir es einfach mal weiter aus. Ich finde hier jetzt auch gerade nicht das Richtige auf meiner Quarry. Wo man jetzt sagen könnte, okay, ich weiß, ich komme von dort. Die Sachen lagen eher so in die Richtung. Machen wir doch. Okay. Also wir sind das scheinbar auf der richtigen Fährte.
Ich bin ja mal gespannt. Ich vertraue dem Ganzen noch nicht so wirklich. Also ich glaube immer noch, irgendwas wird hier schief laufen. Verständlicherweise vermutlich. Aber ich bin mal gespannt. Da unten waren irgendwelche Fische, die ich noch nicht kannte. Und wir haben... Ach nee, Schildkröten sind das, glaube ich. Wir müssten uns mal eine Schildkröte fangen. Also... Fangen. Ich denke mal, ihr wisst, was ich damit meine. Fangen halt. Entschuldigung. Halt einfach fangen. Aber diese Sache mit der Karte erstellen, ne? Ich glaube, das wäre mit Abstand das Beste, was man machen könnte. Einfach nur, wenn man so eine Karte dann im Endeffekt einfach im Spiel integriert jetzt haben würde. So einfach eine Karte, die, wo man dann halt ganz viel unerkundet hat. Und dann könnte man einfach gucken, okay, das habe ich jetzt erkundet. Von mir aus kann die Karte auch einen Platz im Inventar einnehmen. Das wäre zur Navigation bei weiteren Reisen mehr als geil. Ich glaube, ich bin hier falsch. Ich denke mal ganz stark, dass ich hier falsch bin. Der ist nicht gut. Ja, dass der Hai dazu kommt, ist auch nicht wirklich viel besser. Bleib weg von mir. Bitte. 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 Was? Ich habe immer so Aussetzer. Ich weiß auch nicht. Hier waren wir noch nicht. Hier liegt nämlich auch alles kreuz und quer, aber ganz kreuz und quer. Also hier sind wir auf jeden Fall falsch. Okay. Noch ein Hai. Schade, dass wir keine Pfeife dabei haben. Noch eine Torch. Also, was soll ich sagen? Ja, ich gucke nochmal, ob ich irgendwie ein bisschen eine Richtung finde oder so. Einfach nur, dass wir irgendwas hier auf der Reihe kriegen. Müssen wir mal schauen. Ich mache jetzt auf jeden Fall erstmal ein kurzes Päuschen, auch so, um zu gucken, bei welcher Folge ich jetzt gerade bin. Dass ich das alles so richtig vorbereiten kann. Von daher, we see us next time. Let's go! Tschüss.